Okay, Leute, das Kapitel ist jetzt nur online, beziehungsweise die Scans sind jetzt nun da. Und Leute, man muss eins sagen, in diesem Kapitel ist jetzt wirklich so wahnsinnig viel nicht passiert. Da gab es echt nicht so viele Dialoge, muss ich ehrlich sein. Dennoch, man hat hier am Ende echt was Gutes bekommen. Ich muss auch noch hier eins sagen, als ich davor noch eine Spoiler-Talk machen wollte, weil ich dachte, das Kapitel kommt vielleicht doch erst einen Tag später, war das halt eher so, dass ich echt das Gefühl hatte, dass das Kapitel wäre ein bisschen anders abgelaufen. Ein Gefühl von das, was am Ende geschehen ist. Versteht ihr, was ich meine? Aber ey, ganz ehrlich, das ist doch noch so gut gewesen, dass ich mich auch freuen kann. Dass Tabata noch so etwas macht, ist echt interessant an sich, aber wir kriegen diesmal mehr auch was vom Spake-Königreich wieder. Thema heute, fangen wir mit der Review zu Black Clover Kapitel 283 an und es geht eigentlich da weiter mit Asta, der nämlich immer noch im Clover-Königreich ist und quasi noch in der Luft ist. Dann sieht auf jeden Fall nochmal ganz schön, wie halt der Teufel, ja ich sag mal ganz einfach, zerschnitten worden ist und an sich läuft das halt ganz einfach ab. Asta möchte dementsprechend auf jeden Fall sofort nach Spade fliegen, aber er weiß, das schafft er nicht so wirklich. Wirklich andauernd jetzt in dieser, ja ich sag jetzt mal, in dieser Kraft zu bleiben. Und dank Gimodelo irgendwie kriegt er das überhaupt, glaube ich, hin. Das wurde hier so auch gesagt von Gimodelo. Also ohne ihn wird er es nicht mal so weit schaffen eigentlich. Was halt auch verständlich ist wahrscheinlich. Dann ging es halt so. Asta hat seine Kraft verloren, weil die Zeit ja natürlich jetzt um ist. Das bedeutet im Großen und Ganzen, Asta, Liebe und auch Gimodelo sind das nun runtergefallen. Und da muss man sagen, dann kam es halt nämlich. Eine Raummagie hat nämlich Asta geholfen, also quasi gerettet. Und der ist halt wirklich darauf gelandet, wo es am sichersten war. Ich denke mal, der ist auf dem Black Bulls Hauptquartier gelandet und dort sehen wir auf jeden Fall dann natürlich die Mitglieder von Hauptquartier, aber da ist es halt nur so, man sieht, ich sag jetzt mal so in den Worten, man sieht deren Füße oder so, nur diesen unteren Teil vom Füßen da, sieht man halt nämlich alle und da kann man jetzt nur ausgehen, wer ist jetzt eigentlich nun da? Wir haben jetzt insgesamt, im Bild selber sieht man natürlich 6 Leute, die jetzt dort sind, man kann davon schon mal safe ausgehen. Wir haben hier Gray, wir haben hier auf jeden Fall Vanessa, wir haben hier auf alle Fälle Gosh, dann muss man auf jeden Fall sagen, dass wir hier Findra noch haben. Und man sollte auf jeden Fall gestehen, Gordon könnte ebenfalls noch dabei sein. Aber jetzt könnte es natürlich so sein, weil ein paar sind auf jeden Fall ziemlich so geschwärzt worden. Da könnte es auf jeden Fall so sein. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Tabata uns das so verheimlichen wollte, dass wir hier vielleicht Zora und auch noch Magne haben, wo wir ehrlich nochmal nicht wissen, wie die aussehen. Und Leute, Manga haben wir die schon über ein Jahr nicht mehr gesehen, Leute. Das ist einfach übertrieben, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist wirklich übertrieben. Und das ist, finde ich, Spannung pur. Mal zu wissen, was jetzt hier abgeht, weil Asta hat sofort seine Leute gesehen und denkt so, natürlich nicht, weil die haben zu ihm gesagt, ob der bekloppt ist und wirklich das alleine machen wollte, also alleine nach Spade reisen wollte, weil die wollen natürlich mit ihm kommen. Heißt, wir haben jetzt auch noch die Black Bulls Gang, die jetzt auch zum Spade mit ihm reisen werden. Wahrscheinlich mit der Basis, wo ich mir natürlich vorstellen könnte, dass das funktioniert und das wird einfach, das wird ein geiler Ausflug, Leute. Ich weiß nicht, wie lange Asta dafür brauchen wird, vielleicht ist das auch ein bisschen ein guter Trick, um noch ein bisschen hier hinzuhalten, bis Asta dort angekommen ist, weil jetzt muss Asta natürlich erstmal Kraft aufsparen dort, bis er diese Kraft wieder hat, um die doch zu nutzen, okay? Das ist einfach so eine Sache für sich und jetzt könnte das einfach mal spaßig werden. Also erwartet jetzt nicht so vielleicht, dass Asta nächste Woche wiederkommt oder sonst irgendwann. Ich denke mir mal, die werden schon mit dem Black Bulls Hauptquartier zu Spade durchrasen. Also das wird schon ein bisschen schnell sein, aber auch nicht so schnell. Ihr versteht, was ich im Großen und Ganzen meine. Jedenfalls kommen wir jetzt wieder zurück zum Spade-Königreich. Dort ja ist ja auch wirklich gerade die Hölle los, muss man ja auch mal sagen. Denn die ganzen Zivilisten werden ja auch wirklich angegriffen, aber man muss hier nämlich erwähnen, dass die Widerstandskämpfer aus dem Spade-König Königreich, halt eben diese Zivilisten, diese Menschen, die dort leben und wohnen und alles andere, halt eben von denen auch noch gerettet werden. Also, man muss eines bedenken, okay? Diese Teufel sind stark, schweinestark, aber diese Widerstandskämpfer haben nicht so eine krasse Kraft, dass sie eigentlich so etwas wirklich besiegen könnten. Aber die halten die für diese Leute nämlich auf. Also, das kann man hier so im Großen und Ganzen auf jeden Fall sagen und ich muss sagen, das finde ich stark. Das finde ich echt stark gemacht, weil denen ist es halt wirklich wichtig und das ist auch den Stolz, die Zivilisten, die Menschen dort zu retten. Also, das wurde hier laut rumgeschrien. Und was man sagen sollte, ist nämlich auch nochmal, wir haben hier die Truppe von Sally, beziehungsweise von Makosa, beziehungsweise Maxa, der heißt ja irgendwie da und mal so. Es spielt auch so keine Rolle, aber auf jeden Fall Makosa, der hier erstmal eine sehr interessante Magie auf jeden Fall hat. Man muss erstmal sagen, wir sehen Sally, die auch noch wirklich Zivilisten, also Kinder und so weiter, dort rettet mit ihrer Magie. Heißt, ihr kennt ja dieses Riesending, was ja so dieses Glibberzeug ist und dort drin sind halt eben diese Kinder, die halt dann auf jeden Fall so gerettet werden. Finde ich ganz cool eigentlich. Und dann kommen wir erstmal zu Makosa. Der Typ ist ja, wir wissen ja eigentlich, dass er ja halt eben eine Abbildung ist von dem Sänger aus dem Snowman-Typen. Und der Typ hat erstmal die Schneekreationsmagie, was ich ziemlich interessant finde, weil der Typ gehört von der Band Snowman und das ist ein Gag von Tabata, den ich echt witzig finde. Ehrlich gesagt, wirklich, den finde ich voll lustig, weil das ist echt cool gemacht. Diese Schneemänner sind aber nicht so vom Angriff geplant, denn es ist halt eher zu die Verteidigung im Großen und Ganzen. Wenn er diese Magie einsetzt,
dann ist es nämlich so, dass die Teufel bzw. quasi andere mit gewissen magischen Kräften oder so dich nicht mehr finden können. Also du bist dann quasi abgeschottet, versteckt von den anderen, so dass du Zeit gewinnen kannst und jetzt irgendwie die Menschen retten können. Das ist nämlich deren Ziel, da die halt eben so diese Leute rufen können, also zu sich rufen können, diese Menschen, die in Gefahr sind, können die nämlich etwas nach hinten bringen. Dann hat er nämlich hier Valtos seine Magie am Laufen, also seine Raummagie am Laufen, womit er halt eben diese Menschen in Sicherheit bringt, also weit weg von dort. Das ist halt das Ziel, was eigentlich funktionieren sollte, und das in dieser kurzen Zeit sich so entschieden zu haben, finde ich super. Also ganz ehrlich, Taktik pur, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, Zeke ist ebenfalls bereit, der Typ haut noch nicht ab, aber muss eins sagen, was er getan hat, ist auch schon sehr lustig gewesen. Ich meine, erstmal macht er hier auf cool, sagt so, wenn die hier uns einmal hier finden werden, werde ich sie angreifen, und im anderen Seite, ne, so ein echt, meint er auf jeden Fall, dass er hofft, dass die niemals ihn finden, dass sie ihn niemals finden, weil er weiß, er ist am Arsch, wenn die ihn gefunden haben. Ich bin gespannt, wie das mit Zeke so endet. Ich bin mal echt gespannt. Das wird so witzig, Leute. Das wird auf jeden Fall ziemlich witzig. Aber wir haben hier noch ein bisschen mehr Action. Denn es ist nämlich so, wir haben nämlich Fuegoleon mit seinem Salamander, der hier wirklich draußen richtig seinen Spaß hat. Also, ich sag mal wirklich, jetzt, es sieht richtig so aus, als ob gerade Fuegoleon mit seinem Salamander auf Dämonenjagd ist. Und ich feiere das mega ab gerade, wie das so aussieht. So Fuegoleon mit diesem schwarzen Umhang und dann halt eben so sein Salamander, sein Naturgeist, der einfach so mit seiner Flamme auf diesen Teufel, auf so einen Haufen voller Teufel einfach raufspuckt. Ey, das ist einfach geil, ne? Und dann Fuegoleon, wie einfach so da stand und meint so, wir sind verschiedene Länder, aber die haben dennoch den gleichen Wunsch, die Menschen zu helfen, und das respektiert er. Und ich finde das ziemlich cool. Also die Leute sind erstmal sehr perplex, dass der Typ überhaupt den Naturgeist hat, aber allgemein finde ich das, was Tabata hier dazu gezeichnet hat, wie halt eben Fuegoleons Salamander hier diese ganzen Wesen abfackelt. Ey, das ist einfach ziemlich cool. Es überrascht mich natürlich auch ziemlich, dass diese Teufel so leicht besiegbar sind. Also ganz ehrlich, ich dachte wirklich, dass sie nicht so leicht zu besiegen sind, weil das sind Teufel. Ich habe die ein bisschen stärker im Kopf gehabt. Ich dachte wirklich, die sind viel, viel stärker. Aber selbst Fuegoleon greift diese Teufel an und die können auf jeden Fall abfackeln. Aber dennoch ist es halt so, und das ist halt natürlich ein Fakt, der ganz wichtig ist. Auch die Teufel sind halt natürlich viel zu viele, sodass Fuegoleon nicht alle besiegen kann auf einen Schlag. Er macht natürlich viele weg, aber dafür funktioniert es halt nicht so wahnsinnig krass gut, weil es kommen immer mehr. Und auch die Widerstandskämpfer versuchen die ja hinzuhalten. Die versuchen ja, dass diese nicht angegriffen werden. Also diese Leute, die angegriffen werden. Und das große Problem ist nämlich hier nämlich, dass diese Teufel ausgerechnet wirklich diesen Versteck von Makusa gefunden haben. So dass sie halt wirklich auch noch die Zivilisten angreifen konnten. Also die waren wirklich so knapp dran. Woher man auf jeden Fall sagen sollte, dass dann eben so die Widerstandskämpfer, also zwei von den Leuten, ebenfalls dann diesen Teufel angegriffen haben. Also die wussten selber, dass sie keine Kraft haben, aber die kämpfen für ihre Leute. Das finde ich ziemlich cool. Werden auch brutal von den angegriffen, was ziemlich interessant ist. Die sterben jetzt nicht, aber man sieht schon, wie die bluten und auch verletzt werden. Aber man sieht auf jeden Fall dann auch nochmal, wie hier einer dieser Frau irgendwie angegriffen wird, mit ihr Kind zusammenfasst. Und dann hat es irgendwie begonnen. Und das war wirklich ein unglaublicher Moment, wo ich sagen muss, weil diese Szene will ich hier kurz mal richtig krass erklären. Wir haben hier komplett nichts eigentlich. Wir haben hier drei Teufel und zwei Widerstandskämpfer, die hier wirklich Gefahr sind, und ein Zivilist, die halt wirklich mittendrin im Raum sind. Dort mittendrin war dann so ein gewaltiger Angriff von irgendjemandem, man kann jetzt nicht genau sagen von wem, aber es ist auf jeden Fall ein saukrasser Angriff gewesen. Und es ist nämlich so gewesen, diese Teufel wurden besiegt, diese Teufel wurden vernichtet, aber die Menschen, die mittendrin in diesem Angriff waren, wurden dich einmal getroffen durch diese magischen Wörter. Das ist sehr interessant eigentlich, dass die halt so eine Art Training gefunden haben, dass sie so etwas möglich haben. Ich denke mal, wie es ist, aber dennoch, ich finde echt, wie alle überrascht waren. Es war richtig cool, wirklich. Jeder war richtig da überrascht, finde ich. Und ich fand auch, der Moment war eigentlich ganz cool, ehrlich. Es ist, wie es ist, denn die Leute aus dem Hartkönigreich sind jetzt auch im Spade angekommen und das sind wirklich alle. Ich sag richtig, wirklich, es sind alle. Wir haben hier Nero, wir haben hier Mimosa, wir haben hier Luck, wir haben hier Noel. Dazu haben wir Leopold und Charmy. Diese, die halt natürlich bei den Elfen trainiert haben für die drei Tage. Ey, ich feiere das unnormal ab, okay? Also, ich weiß nicht genau, ob Noel das ebenfalls besitzt, aber es ist nämlich so, dass halt Mimosa genauso wird eben Nero, Leopold, Charmy und so weiter halt eben solche Klamotten anhaben, so wie die Elfen ja auch tragen. Aber man muss auch nur mal erwähnen, dass halt nämlich auch alle Guardians aus dem Hartkönigreich am Start sind. Also wirklich alle aus dem Hartkönigreich sind auch noch da. Da bin ich natürlich überfragt, ob die überhaupt eine Chance haben, aber ich denke mal,
mal gegen so kleine Teufel, wie jetzt Fuego Leon aktuell kämpft, können die natürlich irgendwas starten. Aber man muss ja eines erwähnen, okay? Man muss hier wirklich eines erwähnen, okay? Gaja. Gaja hat sowas von den Killerblick. Man sollte eines sagen, aber der Typ hat so den Killerblick. Der Typ ist so abgefuckt gerade, dass er nur eines will. Ich kann mir wirklich vorstellen, er will einfach mal nur eines. Er will zu Leo Rupacica. Und ich weiß nicht genau, ob es Leo Rupacica gut geht. Es ist die Frage, die man stellen sollte. Aber ich denke wirklich, dass Gaja irgendetwas mit Morris machen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, und verdammt nochmal, das wird so geil sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gaja vielleicht gegen einen höheren Rang des Teufels kämpfen muss. Also, wenn so ein Kampf vorkommen könnte. Stellt euch jetzt mal Gaja vor, der irgendetwas anderes dahin bekommt, also wirklich gegen so einen Teufel gewinnen könnte. Also, jetzt mal wirklich, Alter. So einen richtig nicen Kampf mit Gaja hätte ich auch schon Bock. Also, bin ich mal ganz ehrlich. Man sollte auf jeden Fall ganz klar erwähnen, dass sie sich jetzt nicht sehr viel verändert haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Duell uns wirklich einen sehr, sehr nicen Kampf liefern wird mit einer ganz neuen Form. Ich will mal ganz ehrlich, das könnte noch passieren. Vielleicht auch keine neue Form, vielleicht wird es auch eine andere Art Magie sein, die wir ja noch sehen werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Noel uns wirklich etwas Krasses zeigen wird, weil ich freue mich so unnormal auf diesen Kampf gegen Vanika. Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass Charlotte hier verloren hat. Und dann wird hier Noel ankommen und dann wird dieser Kampf beginnen. Und Leute, ich will nicht, dass Noel wirklich zu Leo Rupacica reint, okay? Ich will, dass sie for real einfach mal direkt zu Vanika geht. Ich will das einfach mal, Leute. Und dann könnte man sich auch vorstellen, ob jetzt Luck auch nochmal einen Kampf haben wird, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass Luck diesen einen gewaltigen Angriff rausgehauen hat und dann irgendjemand von denen so eine Mana-Worte benutzt hat, sodass diese Menschen nicht getroffen werden. Denn dann sollte auf jeden Fall Nummer 1 erwähnen. Patri ist mit dabei. Also Patri ist irgendwie hinter den allen und dann kann man hier nur sagen, nur Patri ist dabei. Niemand andere. Fana nicht, Veto nicht, Ria nicht. Kein anderer ist mit dabei, also da fragt man sich so, sind die vielleicht gerade woanders? Kann es sein, dass die zum Spade gehen? Kann es sein, dass die wohl ganz, ganz woanders sind? Das sind halt eben so meine Fragen eigentlich. Aber wenn wir natürlich jetzt eins sagen können, wir haben jetzt hier Patri, dann wissen wir, dass er eine Chance hat. Er hat die Macht, eines dieser Teufel auf jeden Fall zu besiegen, weil er ist dann unnötig hier. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, Patri wird hier einen Gegner bekommen, der ganz stark ist, um ihn dann zu besiegen, weil seine Dark Light Magic funktioniert einfach. Wir wissen das. Es funktioniert wirklich, okay? Der ist ein Dark Elf, er kann das wirklich. Seine Kraft macht auf jeden Fall das alles möglich, einen Teufel zu besiegen. Natürlich nicht alle, aber er kann auf jeden Fall gegen jemanden kämpfen und das sollte man wirklich festhalten, finde ich jedenfalls. Damit kann man auf jeden Fall sagen, Leute, damit endet auf jeden Fall Kapitel 283 von Black Clover. Also, man kann sagen, was man will, aber ich fand, das Kapitel war in Ordnung. Jetzt nichts Abkrasses, aber es war vom Ende her super gemacht worden. Das, wie die ganzen vom Hartkönigreich einfach mal da hingekommen sind, wie auch immer die das gemacht haben, Leute, fand ich das einfach super gemacht. Also allgemein super Kapitel, weil man einfach hier im Spellkönigreich außen sehen konnte, wie die Leute irgendwie gegen diesen Teufel ankommen. Natürlich nicht viel Kraft, haben aber trotzdem alles versucht, um die Leute zu retten, um die Menschen zu helfen. Und dann haben die auch nicht mal genug Kämpfer, okay? Muss man ehrlich sein, weil Fuego Leon kämpft hier gerade ganz alleine gegen diese Dämonen, um hier irgendwie klar zu kommen. Und dann kommen auch diese ganzen Widerstandskämpfer, die irgendwie nicht genug Kraft haben. Und dann haben wir hier die Hard Königreich, Leute, beziehungsweise ein paar von den Clover Königreich, die jetzt da mithelfen. Leute, nächstes Kapitel wird auf jeden Fall safe mega sein, denn ich hoffe auf jeden Fall, dass es dann direkt irgendwie in ein Gespräch kommen kann und dann wird es halt so lauten, dass halt irgendwie Gaja dahin geht, Noel wird dahin gehen und Leute, ich hab unnormal Bock, das wird mega nice. Man kann auf jeden Fall eins sagen, Leopold und Fuego Leon Momente gibt es wahrscheinlich auch, so richtig coole Momente, weil jetzt ist es nämlich so, wir haben Fuego Leon, wir haben Leopold und wir haben Merio Leona in einem Ort, weil zusammen in einen Kriegkampf. Leute, das ist geil, okay? Das muss man sich bedenken. Geht Leopold zu Fuego Leon oder geht Leopold halt eher zu Merio Leona? Oder kann es halt so sein, dass diese drei gegen diesen einen Riesenteufel kämpfen? Shit, Leute. Eure Meinung ist natürlich gefragt. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Hat euch auch jedenfalls dieses Kapitel gefallen? Und was fandet ihr in diesem Kapitel am besten? Den Auftritt von Noel beziehungsweise den ganzen Leuten vom Hartkönigreich oder auch wirklich der Gedanke, dass jetzt Leopold zusammen mit seinen Geschwistern halt jetzt wirklich gegen diesen Riesenteufel kämpfen könnte. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Leute, wenn euch noch diese Review gefallen hat, dann würde es mich hier natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und hier links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.